Ja, herzlich willkommen zu unserer Gesprächsreihe zum Einsatz von freier Software in Verwaltung. Mein Name ist Alexander Sander, ich bin von der Free Software Foundation Europe und wir setzen uns seit ja über 20 Jahren für einen selbstbestimmten Umgang mit Technik ein. Und im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir auch die Public Money, Public Code Kampagne gestartet. Hier geht es eben darum, dass wir Verwaltungen davon überzeugen wollen, auf freie Software zu setzen. Und ja, heute bin ich froh, dass wir ja, zwei Mitarbeiter oder auch ehemalige Mitarbeiter aus Verwaltung hier haben, die sehr erfolgreich freie Software einsetzen und eingesetzt haben. Einige kennen vielleicht Eduard Ittrich, der heute mit dabei ist. Mit ihm hatten wir im Juni 2020 schon ein Interview geführt, nämlich über die Videoplattform Palim Palim. Da wollen wir heute auch noch mal kurz drüber reden und vor allen Dingen hören, wie es denn da so in den letzten ja, anderthalb Jahren weitergegangen ist. Und dann haben wir noch Alexander Gabriel heute hier aus der Stadt Bruchsal. Aber ich glaube, am besten könnt ihr euch natürlich selber vorstellen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, daher vielleicht Alexander, du zuerst, magst du dich kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Ja, gern, danke. Also ich bin der Alexander Gabriel. Ich bin IT-Leiter bei der Stadtverwaltung in Bruchsal und seit 15 Jahren jetzt im öffentlichen Dienst. Also das 15. Jahr jetzt. Das ging schneller rum als gedacht. Ja. Das ist eine Gut. ganze Strecke, Ja, ja. ja, ja. Aber ich bin also seit 3 Jahren erst IT-Leiter, also noch ganz frisch und eigentlich Okay. immer nur in Ausnahmesituationen jetzt seit 2 Jahren. Ja. Okay. Eduard, dann du nochmal. Wir kennen dich ja schon von dem Interview, aber leider nur schriftlich. Deswegen heute auch nochmal schön, dich hier mit Video und Ton zu sehen. Ja, danke Alexander für die Einladung. Ich heiße Eduard Ittrich, war von Juli 2019 bis Juli 2021 letzten Jahres Leitung der Abteilung Digitalisierung und IT der Stadtverwaltung Bühl und unter anderem eben durch die Videokonferenzplattform PalimPalim auf uns aufmerksam gemacht. Genau, da wollen wir gleich nochmal hören. Palim Palim, eine Videoplattform, damals gegründet, ja, in der Corona-Zeit, weil ihr eben festgestellt habt, dass es, ich glaube, es war damals ein Musikverein, einen Bedarf hatte, sich online zu treffen. Kannst du uns nochmal kurz mitnehmen, wie seid ihr damals dazu gekommen, warum aus einer Verwaltung heraus und genau, wie habt ihr dieses Projekt Palim Palim gestartet und wie seid ihr da hingekommen? Es fing mit der Musikschule an, die den Bedarf hatte, Gruppenunterricht anzubieten über eine datenschutzkonforme Lösung. Und wir haben uns die verschiedenen Möglichkeiten angesehen, wie wir diesen Gruppenunterricht in den Pandemiezeiten auch abbilden können, sodass sich mehr als Lehrkraft und Schülerinnen oder Schüler treffen können. Also wir reden von 3, 4 Personen und mehr. Und haben uns dann eigentlich nach relativ kurzer Zeit dazu entschieden, dass Zoom oder andere proprietäre Plattformen nicht in Frage kommen. Haben uns dann zwischen Big Blue Button und Jitsi Meet entschieden, woraufhin wir aufgrund der Einfachheit von Jitsi Meet dann bei letzterem dann geblieben sind und diese Plattform aufgebaut haben, in-house gemanagt und verwaltet und dann der Schule zur Verfügung gestellt haben. Wir haben aber dann auch relativ schnell festgestellt, dass ja eigentlich weitere Gruppen aus der Stadtgesellschaft einen Bedarf an sicheren und einfach zu handhabbaren Videokonferenzen haben, beispielsweise ältere Vereine, die Stadtverwaltung oder die Stadt Bühl hat ein sehr aktives Vereinsleben, dass hier der Bedarf da war und deshalb haben wir uns entschieden, die Plattform auch der Öffentlichkeit freizugeben. Das heißt, es gab keine Authentifizierung, man konnte einfach Raumnamen eingeben oder man kann immer noch einen Raumnamen eingeben, eine Videokonferenz starten und mit seinen Freundinnen oder Freunden, mit seiner Familie dann auch losquatschen. Du hast schon gesagt, man kann es auch immer noch nutzen. Also das ist natürlich sehr schön zu hören. Wie viele ja, Personen nutzen denn sowas? Wird das auch innerhalb der Verwaltung genutzt? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Gerade in Zeiten von Homeoffice und verteilten Teams, wo die Plattform insbesondere auch von der Verwaltung stark genutzt. Das hat auch sehr dabei geholfen, die Anfänge des Wechsels ins Homeoffice dann auch zu gestalten und zu überbrücken. Dadurch mussten wir keine zusätzliche Plattform anschaffen, denn es war ja bereits eine öffentlich zugängliche Plattform da. Zu den genauen Nutzungszahlen kann vielleicht Alexander auch gleich was sagen. Der hat die Statistiken derzeit besser im Blick. Okay, Alexander, ja dann, Ja, lass uns doch mal ich mache wissen, gerade wie mal viele Grafana Leute. auf.
Ja, also bei uns ist es im Endeffekt noch genauso. Für uns ist das Palim Palim oder bei uns heißt es jetzt Brusel Bubbelt, das Portal, wo aber der gleiche Server hinter dran steht oder die gleiche Infrastruktur wie telefoniere. Also ich mache mit meinem Team alle Teambesprechungen per Videokonferenz, auch spontane Sache oder wenn man früher einfach zu dritt im Raum gesessen ist und hat sich so neben dem Arbeiter unterhalten, das machen wir teilweise auch. Und das ist quasi, das merke ich mir gar nicht mehr, wie oft mir das eigentlich nutze. Letzte Woche hatte man in der Spitze 250 gleichzeitige Teilnehmer. Und das ist so etwa das Niveau. Da gibt es so drei Spitze, morgens um 9, mittags dann normal und abends um 8 ist auch nochmal eine Spitze. Also das wird aktiv benutzt. Wir haben ja auch erst vor 3 Wochen neue Server dazugestellt, weil die Kapazität ein bisschen knapp war. Also das ist immer noch im Fluss. Also man kann also deutlich erkennen, dass jetzt auch nicht nur die Verwaltung selbst dieses Tool nutzt, sondern dass das auch ja, von Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird. Jetzt ist natürlich schon ein bisschen klar geworden, einmal Bühl, einmal Bruchsal sind zwei unterschiedliche Städte, also hier gibt es offensichtlich eine Kooperation. Das ist ja ganz im Sinne unserer ja, Public Money, Public Code Kampagne, dass eben Verwaltungen sich miteinander vernetzen und gemeinsam eben ja, freie Software-Tools entwickeln und auch einsetzen. Könnt ihr uns da vielleicht mal kurz erzählen, wie kamst du dieser Kooperation? Also wie ist man von Bühl zu Bruchsal gekommen und wie arbeitet ihr so zusammen? Kann vielleicht mit den Anfängen beginnen und wird das Wort dann an Alexander wieder übergeben. Es hatte damit angefangen, dass auch im Zuge der Aufmerksamkeit von Palim Palim andere Stadtverwaltungen auf uns zugekommen sind und Interesse an dieser Plattform hatten und hatten sich erstmal erkundigt, wie wir das Ganze aufgesetzt haben. Aber da kam eigentlich schnell die Idee auf, wieso eigentlich nicht die gleiche Infrastruktur nutzen, Synergien schaffen und den Aufwand in der Administration zu minimieren. Und gleichzeitig aber den Stadtverwaltungen zu ermöglichen, ihr Portal selbstständig zu gestalten. Also durch entsprechendes Anpassung des Frontends konnten dann auch die Verwaltung der Plattform ihren eigenen Touch geben. Und so kam eins zum anderen, es kamen immer mehr Verwaltungen dazu. Ich glaube, mittlerweile sind es 11 Verwaltungen, die sich diese Plattform teilen mit ihrem eigenen Design. Und zu irgendeinem Zeitpunkt kam dann Bruchsal dazu und in Person dann auch Alex, der dann einfach Bock hatte, die Plattform nicht nur mitzunutzen, sondern auch mitzugestalten. Und dann auch damit begonnen hat, beispielsweise das Lifecycle-Management auf Ansible umzustellen, sodass wir diese Plattform auch deutlich besser dann auch administrieren können. Wir waren dann auch ein größeres Team, welches dann diese Plattform warten und bespielen kann. Und beispielsweise haben wir diese Playbooks zur Verwaltung der Plattform auch auf einem Repository freigegeben, sodass andere Verwaltungen, die auch so eine Infrastruktur aufbauen wollen, dieses beispielsweise adaptieren könnten. Ja, Alexander, jetzt haben wir schon Genau. gehört, Playbooks und Ja. Genau, also ich bin ja in der Repositories 2020 dazukommen. Da habe ich den Eduard erst kennengelernt. Und da war eben also es war im Endeffekt klar, dass nochmal Lockdown kommt 2020. Und da war klar, dass man irgendwas, oder ich wollte halt irgendwas anbieten, wo erstens, weil wir selbst von der Stadtverwaltung datenschutzkonform Videokonferenz machen konnte. Und ich wollte eben auch mal der Bürger zeigen, dass es auch anders geht. Also dass man nicht immer nur Teams und Zoom und Skype und so benutzen muss, wo man sich im Endeffekt datenschutzmäßig auszieht, sondern dass man eben auch mal was nutzen kann, was in Deutschland gehostet wird. Und ja, wenn nicht irgendeine Stadtverwaltung kann mit gutem Beispiel vorausgehen und zeigen, wie es richtig funktioniert. Und dann habe ich der Eduard Eva angesprochen auf einer Konferenz, wo wir uns getroffen haben. Und er hat gemeint, nee, da kann man mitmachen. Also man kann sich an der Kosten für die Infrastruktur beteiligen und bekommt dann eigene Einstiegsseite. Und eine Woche später kam die Anfrage, ob ich nicht mithelfen wollen. Da habe ich mir gedacht, naja, warum nicht? Ich habe dann nur relativ schnell gemerkt, also das war die Zeit, als es sehr schnell wuchs, das ganze Ding. Wir kommen da nicht hinterher, wenn wir alles von Hand administriere. Und Softwareverteilung aus dem Windows-Bereich kannte ich schon, Ansible kannte ich noch nicht. Dann habe ich eben vorgeschlagen, dass wir hier auf Ansible gehen, also so Automatisierungstool im Endeffekt, um auf Linux Konfigurationen zu managen, Pakete zu installieren und so weiter. Und dann
ging das eigentlich ganz gut. Also da habe ich viel gelernt in der Zeit, war ganz interessant. Wir benutzen Ansible mittlerweile auch intern für unser Linux-System, also dass quasi als Beifang noch mit dazukomme, dass wir uns da auch Erleichterungen schaffen. Ja, und dann ging das ruckzuck, dass das Ding groß wird. Hat richtig Spaß gemacht. Und die Nutzungszahl war halt heftig. Also als dann an Fasching 21 der nächste Lockdown kam und die ganze Schule in Fernunterricht ging, hatte man das Spiel zumal 1600 User. Also das war echt heftig. Das, ja, da haben wir ein bisschen geschwitzt. Ja. Ja. Beeindruckend. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Das klingt ja, also ich sag mal, für eine Verwaltung jetzt eher untypisch. Man trifft sich auf einer Konferenz. Ja, du kannst mitmachen, kein Problem. Ein bisschen Geld und wenn du entwickeln willst, auch kein Thema. Wie kann ich mir denn das so vorstellen? Normalerweise stellt man es vor, viele Stempel, Papiere, Anträge. Wie ist denn das, also wie seid ihr dazu gekommen? Müsstet ihr irgendwie eure Bürgermeister überzeugen oder habt ihr da diese Freiheiten, das einfach machen zu können? Klingt ja jetzt, ich sag mal, eher untypisch für eine Verwaltung oder von dem, was man so für ein Bild von der Verwaltung hat. Also was tatsächlich stark geholfen hat, war natürlich auch die Aufmerksamkeit, die Palimpalim in der Presse und der Öffentlichkeit erzeugt hat und auch der Leitungsebene bewiesen hat, dass Open Source ein wichtiges und richtiges Werkzeug ist, um in einer Verwaltung Software zu betreiben. Und dadurch hatten wir dann auch die Freiheiten, solche Modelle anzubieten, wie geteilte Infrastruktur und dann auch tatsächlich diesen Hands-on-Ansatz zwischen mehreren Verwaltungen dann auch Infrastruktur zu teilen, wobei es eigentlich gar nicht unüblich ist für Verwaltungen, sich in gewissen Bereichen zusammenzutun, beispielsweise Abwasser oder andere Bereiche. Nur im Bereich Software ist dieses Commons noch nicht so verbreitet und ich freue mich nach wie vor, dass wir beispielsweise mit Palimpalim jetzt hier auch bewiesen haben, dass man auch im Bereich Open Source und Software mit den Verwaltungen gemeinsam arbeiten kann, hands-on und ganz tief in der Praxis. Wir haben ja jetzt schon gehört, die Vorteile von freier Software oder eben Open Source Software sind eben, dass man die Software verwenden kann, sie verstehen kann, verbreiten und verbessern kann. Ja? Also mit diesen vier Freiheiten seid ihr natürlich auch unterwegs und ihr verbessert natürlich auch die Software. Und jetzt habe ich auch schon gehört, dass ihr sozusagen auch in einem Team seid, nämlich die Power Tech Ranger. Ja? Und in diesem Team verbessert ihr eben auch Software und sorgt eben dafür, dass eben durch diese Freiheiten, die ich mal durch freie Software hat, nicht nur ihr, sondern ja alle Menschen auf der Welt von diesen Verbesserungen profitieren. Und vielleicht könnt ihr uns da mal erzählen, ja, wie ihr die Software für die Welt besser gemacht habt in den letzten Jahren, seitdem ihr eben diese Tools so einsetzt. Okay, also dann erzähle ich. Ja, also weil wir, also wir sind ja eigentlich zu dritt, der Eduard und ich, und dann gibt es noch einen Kollege aus Rastatt, der Michael Jutt, der dort Digitalisierungsbeauftragter ist. Wir machen ja eher Dinge, die fürs Amtsleiter Magie sind. Also die verstehen das nicht, was wir da treiben, was für uns ganz normal ist eigentlich. Und deswegen haben sie uns irgendwann einfach den Spitznamen Powertech Rangers gegeben. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wem der kam oder wann das entstanden ist. Irgendwann waren wir das halt einfach. Auf jeden Fall ist der Kollege aus Rastatt irgendwann komme, nachdem das Jitsi lief, und hat gemeint, Mensch, Leute, da gibt es ein Jitsi-Admin. Das ist auch ein Open-Source-Tool. Damit kann man Videokonferenzen planen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe nächste Woche Mittwoch Videokonferenz und möchte da die Leute einladen und ich möchte nämlich nicht immer stressen müssen, dass ich als Erster in dem Raum bin, dass ich Moderator bin und so weiter, dann kann ich die Software einsetzen und dann kann ich eben auch Konferenz ansetzen mit Erinnerungs-E-Mails, Selbstregistrierung, allem drum und dran. Dann haben wir uns das mal versucht anzugucken. Ich habe mir dann erstmal den Finger dran gebrochen, weil ich das nicht installiert gekriegt habe. War dann nicht so einfach. Also haben wir die Firma ans Boot geholt, H2 Invent heißt die aus Lörrach. Und die haben uns das Ding dann installiert. Und für den Jitsi-Admin brauchen wir einen Single Sign-On Provider, weil die Firma sagt, naja, bevor ich Benutzerverwaltung mache mit allem drum und dran, das können andere viel besser. Da hängt man Single Sign-On Provider davor und dann ist man da ordentlich bedient. Und dann ist es eigentlich explodiert bei unserem Kopf, was man mit dem Ding alles treiben kann. Also der Eduard hat dann innerhalb kürzester Zeit ein Forum noch da dran gedockt, hat seine Azure AD da dran gedockt, was haben wir noch? Ticketsystem haben wir dran gedockt und alles im Endeffekt mit Single Sign-On. Jetzt würde ich kurz übergeben an der Eduard wegen der Namensfindung. Genau, die Plattform haben wir dann nach dem Single Sign-On-Prinzip Ready One genannt und sämtliche Ähnlichkeiten, Namensähnlichkeiten zur IT-Dienstleisterin aus Baden-Württemberg,
sind natürlich rein zufällig gewählt. Genau, dieses zentrale Single Sign-On-System KeyCloak hat uns dann ermöglicht, alle anderen Plattformen, die wir zur Kollaboration innerhalb der interkommunalen Zusammenarbeit einsetzen, ebenfalls anzuschließen, sodass sich die Nutzerinnen und Nutzer aus den verschiedenen Verwaltungen nur noch einen Zugang merken müssen. Und gleichzeitig hatten wir, wie Alexander schon gesagt hat, die Möglichkeit, lokale Benutzerverzeichnisse wie beispielsweise Microsoft Azure anzuschließen, sodass wir eine zentrale Plattform haben, an die wir verschiedene andere Softwarelösungen wie beispielsweise Nextcloud, Xamarin als Ticketsystem anschließen konnten und so dann in der interkommunalen Zusammenarbeit aus den 9 verschiedenen Städten aus Mittelbaden eine Plattform hatten, ein Single Sign-On-Provider und verschiedene Lösungen, beispielsweise eben, wie gesagt, Nextcloud zum Dateienaustausch, den Jitsi-Admin, um Konferenzen zu planen, Jitsi-Meet als Videokonferenzlösung und so weiter. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass Jitsi-Admin an einigen Stellen verbessert werden müsste, gerade wenn wir es als Verwaltung intensiver eingesetzt haben. Und dann ist die Idee eines bezahlten Feature-Requests eigentlich dann auch groß geworden, dass wir sagen, wenn wir doch die Software bereits einsetzen, dann lasst uns die auch gestalten. Und wenn 9 Städte zusammenlegen, dann kann man eigentlich auch eine Software sehr gut weiterentwickeln lassen. Genau, Alex, vielleicht kannst du kurz erzählen, was wir noch alles eingebaut haben. Oh, da muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ein Feature war, dass man Einladungslinks verschicken konnte. Also ursprünglich konnte man immer nur Teilnehmer einladen zum per E-Mail-Adresse, aber ich konnte jetzt nicht sagen, ich habe unbekannte Teilnehmergruppe und dann möchte ich quasi auf der Homepage zum Beispiel für irgendeine Videokonferenz oder sowas einen Link haben, wo man sich selbst registriert. Das war ein Feature-Request. Dann, dass man mehrere Server haben konnte und dass man auch per KeyCloak quasi Server zuweisen konnte. Also es ist ja so, die 9 Städte bei Ready, da hat ja quasi jede ihr eigenes Portal für das Jitsi und da wollte man einfach auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus Rheinstetten Videokonferenz macht, dass eben auch der Server von Rheinstetten benutzt wird. Und durch den KeyCloak hatte man einfach die Möglichkeit, automatisch die Server zuzuweisen. Da hat haben wir einfach den Jitsi-Admin erweitern lassen. Das war eigentlich relativ einfach. Und die Kosten, die haben wir uns immer geteilt. Das war ganz easy. Und eben auch der Vorteil, dass man das Zeug eben für alle Zeit verwenden kann, solange man will. Und die ganze Welt kann eben auch davon profitieren. Ja, war eigentlich relativ einfach. Also viel weniger kompliziert, als man sich vorstellt eigentlich. Man braucht nur Leute, die mitziehen halt und einen Hersteller, der da mitzieht. Oder eben auch ein paar Features habe ich auch selbst gemacht, irgendwie, dass man in Banner ein- und ausblenden kann, also so kleine Verbesserungen. Das kann man natürlich nur, wenn man selber programmieren kann. Ist jetzt nicht unbedingt eine Anforderung für einen IT-Leiter bei einer Kommune, aber man hat eigentlich alle Möglichkeiten. Wir haben auch Übersetzungen dann geholfen mitzumachen für den Jitsi-Admin. Genau. Das war Ja, es es ist meiner also wie Seite. gesagt sehr beeindruckend, wie dynamisch eine Verwaltung denn sein kann, wenn sie denn will. Jetzt stellt sich mir die Frage ein bisschen, ihr habt ja eigentlich im Prinzip neue Infrastruktur aufgebaut und habt jetzt gar nicht wirklich migriert, weil es einfach vorher gar nicht da war, wenn ich das richtig verstehe. Hat sich denn daraus jetzt sozusagen bei euch auch irgendwie die Motivation ergeben, dass man eben auch Tools, die man in der Vergangenheit eingesetzt hat, die eben proprietärer Natur sind, vielleicht künftig umstellen will, dass man sagt, okay, da laufen die Lizenzen aus, warum wollen wir da nicht in Zukunft eher auf freie Software setzen? Gibt es da sozusagen da in diese Richtung schon Bewegung oder bleibt da erstmal bestehen, was bestehend ist? Also ich habe ja zu Anfang der Pandemie habe ich Lizenzen gekauft für Videokonferenz-Tools und die habe ich aber alle auslaufen lassen. Also seit wir Palim oder das Jitsi benutzen, kaufe ich keine Lizenzen mehr für Videokonferenz-Software. Also da haben wir schon migriert und ansonsten hat sich's jetzt einfach noch nicht angeboten. Kann man da was zu den Kosten sagen? Hast du da einen Einblick, ob sich das irgendwie die Waage hält, ob ihr dadurch jetzt sozusagen Geld spart oder mehr Geld ausgibt? Also wir fahren viel billiger. Ja, Ja, also muss man super. einfach so sagen. Also wenn ich 650 PC-Anwender mit Videokonferenz-Tools ausstatten will, dass jeder einladen kann, das ist viel teurer als ein eigenes Jitsi oder eben jetzt im Verbund von Ready sich die Kosten zu teilen. Da fahren wir viel billiger. Also das ist, da kann jeder Taschenrechner aufmachen, was Lizenzen für irgendwelche Tools kostet, Monat pro Benutzer oder pro Kanal dann oder sowas. Also das holt man ganz schnell wieder rein.
Also selbst wenn man das Ja, und outsourcen wird, behaupte ich mal. okay. Und das, obwohl sozusagen nicht nur Menschen aus der Stadt teilnehmen können, sondern eben im Prinzip auch die ganze Welt euer Tool nutzen kann. Also selbst ich kann ja sozusagen auch Palim Palim nutzen, genauso wie jeder andere auch. Also das ist ja schon beeindruckend, dass man auch ja, trotz dessen, dass man die Tools eben allen zur Verfügung stellt und die Kapazitäten am Ende trotzdem Geld sparen kann. Das ist ja ein tolles Learning. Jetzt Sie ist halt von der Zeit her ein bisschen gegenläufig. Also sagen wir, die Verwaltung nutzt ja die Tools eher tagsüber und die Schule und die Privatpersonen und Bürger nutzt das eher abends. Also das ist gegenläufig. Die Ressource würde quasi brachliegen abends, wenn man es nicht der Bürgerschaft zur Verfügung stelle wird. Ja, Ja. das war super. Jetzt habt ihr auch schon ein bisschen erzählt, so mit Single Sign-On, ihr habt immer mehr Lösungen dran gedockt, das ganze Ökosystem ist ein bisschen größer geworden. Wie kommt denn das jetzt auch innerhalb der Verwaltung an? Also was so Usability betrifft, braucht es da irgendwie den besonderen IT-Support, Schulung oder ähnliches? Oder also ich würde mal sagen, so ein Jitsi ist relativ selbsterklärend, aber man kann ja nie wissen, müsst ihr da jetzt habt ihr irgendwie einen Schulungsaufwand dadurch generiert? Oder wie läuft denn das sozusagen in der praktischen Arbeit innerhalb der Verwaltung so ab? Also ich kann vielleicht kurz was zu Nextcloud erzählen. Das war tatsächlich eigentlich ein Selbstläufer. Dadurch, dass sich die Nutzerinnen und Nutzer aus der Verwaltung auch nicht anmelden mussten durch das Single Sign-On und Single Sign-On Pass-Through, konnten die es einfach nutzen, waren sofort eingeloggt und das hat sich super einfach dann auch gestaltet, Dateien zu teilen, sehr intuitiv, und dadurch hatten wir dann auch die Möglichkeit, das beispielsweise den Kindergärten an die Hand zu geben oder anderen Einrichtungen der Stadtverwaltung, um dann Dateien zu teilen oder ja, Bildmaterial beispielsweise zu teilen. Also war bei uns ähnlich. Wir haben da kaum Schulungsaufwand. Natürlich am Anfang muss man erklären, wie das geht mit der Bildschirmfreigabe, dass der Browser auf die Webcam zugreifen darf, zum Beispiel auch und so Sache. Aber ansonsten geht es. Für den Jitsi-Admin, da haben wir so kurze Erklärvideos gemacht, wie man Konferenzen stellt. Die haben wir dann auch auf die Nextcloud von Ready hochgeladen, damit jeder die angucken kann. Das war eigentlich relativ einfach. Für den Open Event Manager, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, kann ich aber gleich. Da haben wir Workshop-Angebote. Da waren aber nur ganz wenig Teilnehmer, die Kollegen von der Kultur, die das benutzen, die können das auch so. Also das hat gut funktioniert. Genau. Ja, Open Event Manager, erzähl Okay. doch mal. Also. Wir haben ja schon erklärt, dass wir den Jitsi-Admin so ein bisschen haben aufbohren lassen, bis der irgendwann so war, dass wir den quasi benutzen konnten, ohne dass irgendjemand meckert hat. Und dann war ich irgendwann mal freitags einkaufen und war so auf dem Weg im Auto und habe mir überlegt, Mensch, wenn jetzt Corona nachlässt, dann brauchen wir irgendwann eine Software, mit der man Kontaktverfolgung machen kann. Am besten, dass sich die Teilnehmende bei Veranstaltungen selbst registrieren können, dass man Teilnehmerliste hat und dass man zum Beispiel auch sagen kann, man hat maximale Teilnehmeranzahl, zum Beispiel, weil der Raum das von der Pandemie her einfach nicht hergibt, anders. Dann habe ich mir überlegt, ja, wenn man jetzt beim Jitsi-Admin den Begriff Konferenz durch Veranstaltung ersetzt und Konferenzserver durch Veranstaltungsort, dann hat man eigentlich eine Software, die das alles kann. Also weil wir schon eine Selbstregistrierung hatten, also die ganze Selbstverwaltung der Teilnehmer war schon mit dabei. Das war so intuitiv, also dass man kaum Wartungs- oder Schulungsaufwand hat. Mehrsprachig war es schon und alles. Und dann bin ich quasi auf dem Heimweg, habe ich den Hersteller da angerufen, in einem Tizian, und gemeint, naja, was haltet ihr davon, wenn wir das Ding umbauen? Die haben uns dann ein Angebot gemacht. Das war alles im Rahmen. Also ich habe ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen bei meinem Amtsleiter, aber der hat mir da so weit vertraut. Ich habe dann mit unserer Kulturabteilung telefoniert, ob die sowas bräuchte, und die sind mir quasi, als ich da offene Türe eingerannt im Endeffekt. Und dann habe ich mit dem Eduard noch kurz telefoniert. Wir haben dann vereinbart, dass wir uns die Kosten teilen. Der Hersteller hat die Hälfte übernommen, wir haben uns die andere Hälfte geteilt, und dann haben wir den Open Event Manager in Auftrag gewählt, der dann letztes Jahr genau richtig fertig war, also rechtzeitig, damit unsere Kulturabteilung den Kultursommer hier in Bruchsal komplett darüber abwickeln konnte. Also mit dem Anlegen von der ganzen Veranstaltung, mit Beschreibung, mit Anfahrtskizze, mit Selbstregistrierung, mit Teilnehmerliste für die Kontaktverfolgung, alles drum und dran. Also das hat super funktioniert. Dann haben wir aus der Verwaltung noch Mitarbeiter aktiviert, die Russisch, Türkisch,
konnte, weil wir haben den Event Manager dann für Impfaktionen auch benutzt. Also wir haben den einfach nochmal installiert und haben gesagt, wir wollen auch, dass fremdsprachige Bürger das nutzen können und haben dann eben über Crowdin Übersetzungen liefern lassen, über Mitarbeiterinnen von uns. Also das Ding ist universell einsetzbar für Impftermine. Da kann man mittlerweile auch so Reihetermine machen, dass man sagt, der ganze Tag, alle 3 Minuten ist ein Termin. Und da kann man sich die Impftermine krallen. Und das ist alles quasi ein Fork, also Kopie vom GC-Admin. Also quasi bestehendes Gebäude umgebaut, um andere Sachen zu machen. Genau. Genau. Ja, es klingt ja ziemlich beeindruckend, ne? Wenn man sozusagen von einer Videokonferenz zu einem Eventmanager kommt und einem Impforganisationstool. Genau. Das ist ja... Wie gesagt, bringt ja eigentlich die Vorteile von freier Software unfassbar gut auf den Punkt. Ja, also man kann sozusagen kreativ einfach weiterentwickeln und die Sachen auch weiterverwenden. Jetzt klingt der Kultursommer, das klingt ja auch nach einem ziemlich großen Event, sozusagen dafür auch gleich so ein neues Tool zu starten, klingt jetzt auch nicht so trivial. Gab es denn irgendwo Hiccups oder gab es irgendwo, hat es irgendwo gehakt oder seid ihr bis jetzt gut durchgekommen? Gibt es Applaus ja, klar. Auf der Abteilung? Also ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich war jetzt lange nicht mehr in der Softwarebranche, habe es ein bisschen unterschätzt, wie viel Aufwand das ist, bis alle Fehler behoben sind. Also da haben wir schon rudern müssen, dass das alles klappt. Dann haben wir auch unterschätzt, dass es wirklich ja auch noch Menschen gibt, die gar kein Handy haben und sich gar nicht selber registrieren können. Aber da haben wir dann auch innerhalb von 2 Tagen Patch kriegt, dass wir quasi Registrierungen für Bürger machen können, die im Telefon hängen oder die zum Beispiel klassisch in Tourist Information gegangen sind und wollte Ticket kaufen, was ja zu dem Zeitpunkt gar nicht ging. Aber das haben wir alles relativ schnell hinkriegt. Das war alles immer relativ kurzfristig und wenn man da zusammenarbeitet, dann kriegt man das schon irgendwie hin, wenn klar ist, dass das die bessere Lösung ist, dann passt das schon. Aber ich habe es unterschätzt, muss ich zugeben. Ja. Ja, aber jetzt läuft's gut und der nächste Kultur ist sozusagen, läuft dann ganz easy peasy über dieses Tool dann ab. Genau. Ja, ich hoffe, dass es halt weiter benutzt wird, auch wenn Corona mal nachlässt. Wenn auch vielleicht noch eine andere Form oder sowas. Von der Dimension her ist es jetzt auch gleich wieder so, dadurch, dass wir das an den Keycloak von Ready gekuppelt haben, können auch andere Städte das sofort benutzen. Also jeder Mitarbeiter, jeder Ready-Stadt kann auf das Tool zugreifen und kann sich da seine Veranstaltungen zusammenklicken, wie es will. Also ich hoffe, das wird weiter benutzt, wäre cool. Ja, hört sich stark an. Jetzt hatte ich noch sozusagen, also man sieht ja auf der einen Seite, wie der Zivilgesellschaft den Bürgerinnen und Bürgern Tools zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite arbeitet ihr aber eben auch mit der Zivilgesellschaft zusammen, zum Beispiel mit den Freifunkern, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Könnt ihr vielleicht da nochmal erzählen, wie da so eine Kooperation mit so einer, ich sag mal, losen oder aber auch organisierten Zivilgesellschaft konkret abläuft und wo die euch da helfen und unterstützen können? Ja, also ich kann vielleicht zu den Anfängen von Palimpalim auch erzählen, dass Jitsi Meet in der Einrichtung sehr viele Parameter zulässt und auch Feinheit der Aufsetzung des ganzen Clusters. Und da hat uns die Community von Freifunk München, die ja auch ein sehr großes Jitsi Meet Cluster betreibt, richtig geholfen und der Austausch auf deren MetaMost war Gold wert, um dann für uns auch die richtigen Einstellungen zu finden oder ad hoc mal Hilfe zu finden, beziehungsweise gleichzeitig auch, um auf dem Laufenden zu bleiben, was in so einem Ökosystem an Software passiert, beispielsweise kritische Sicherheitslücken aus Jitsi Meet oder aus den darumliegenden Diensten. Die wurden dann eigentlich relativ schnell in diese Freifunk München Community, zu der sich dann auch weitere Initiativen, die Jitsi Meet betreiben, dann zusammengeschlossen haben. Und so gab es am Ende eigentlich eine deutsche User Group für Jitsi Meet, die sich dann auf deren MetaMost ausgetauscht haben und auch Betriebswissen um so ein Jitsi Meet Cluster transparent gemacht haben und dann im Sinne von Open Operations auch gemeinsam so ein Cluster betreiben. Genau, also das kann ich nur unterstreichen. Die Community vom Freifunk München ist echt super. Also das Know-how beim Freifunk München, was Jitsi angeht, ist unfassbar hoch. Also wann immer ich irgendwo ein Problem habe oder mir nicht sicher bin, dann stelle ich eigentlich nur die Frage im Chat und da kommt innerhalb kürzester Zeit irgendein Tipp oder so. Also der eine Kollege von dort hat uns auch schon ein paar Mal unterstützt, wenn man Fehler hatte, die man nicht gefunden habe. Also wirklich großartig, ganz toll, was die da treiben. Ja, München ist ja jetzt auch sozusagen nicht gleich direkt bei euch um die Ecke. Also man sieht auch, dass diese Kooperation, ich sag mal, zumindest über Bundeslandsgrenzen hinaus funktioniert. Was ist denn da
Erfahrung, wenn jetzt ja, eine Verwaltung auf die Zivilgesellschaft trifft und solche Fragen stellt? Dort wurdet ihr offensichtlich ganz gut aufgenommen. Aber hattet ihr da irgendwie Berührungsängste oder gab es da irgendwie am Anfang, jetzt kommt hier eine Verwaltung, ist ja jetzt auch eher untypisch. Wie ist denn das so rein praktisch abgelaufen? Könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also für mich war das jetzt kein Problem. Ich bin ohnehin in verschiedensten Open-Source-Communities sozialisiert geworden und lebe auch schon in den verschiedensten Communities. Das heißt, es war gar kein Problem, da reinzukommen. Man kam jetzt auch nicht im Anzug als Verwaltungsmitarbeitender mit doppeltem Durchschlag daher, sondern hat sich wegen ganz normaler User dort einfach eingereiht, seine Fragen gestellt, sich ausgetauscht, vielleicht auch mal geholfen, wo man selbst dann auch Wissen angesammelt hat. Und so war das eigentlich ein Geben und Nehmen zwischen Freifunk München und uns. Und genau das glaube ich am Ende auch aus, wie Verwaltungen und zivilgesellschaftliche Initiativen dann auch leben und handeln sollten, nämlich in einem Geben und Nehmen. Und da müssen insbesondere auch Verwaltungen lernen, auf zivilgesellschaftliche Initiativen zuzugehen und angemessen dann auch mit ihnen zu kooperieren, also nicht nur zu nehmen oder kostenlose Dienstleistungen zu erwarten, sondern auch tatsächlich in solche Communities zu investieren. Wie kann denn so eine Investition aussehen, um da mal konkret nachzuhaken? Was hättest du da für Vorstellungen? Geht man jetzt einfach zu Freifunk München und spendet 100 Euro als Verwaltung oder wie würde sowas aussehen? Als Verwaltung zu spenden ist immer schwierig. Das braucht dann auch mehrere Gemeinderatsbeschlüsse. Aber beispielsweise sollte man, Alexander hat es erwähnt, hatten wir Unterstützung in einigen Details von Jitsi Meet. Und sowas sollte dann auch nicht kostenlos oder aufgrund von Engagement ablaufen, sondern tatsächlich mit einem ganz normalen Dienstleistungsvertrag, dass man auch die Menschen, die ihre private Zeit im Erlangen von Wissen über den Betrieb von Jitsi Meet investiert haben, dann auch entsprechend entlohnt werden von einer Verwaltung. Und das unterstützt ja auch gleichzeitig dann den Betrieb anderer Cluster, in denen diese Menschen mitwirken. Also es geht dann schon auch in die Richtung Beschaffung, Vergabe und sowas, also schon wieder dann eher die etwas tröge Verwaltungstätigkeit, aber man kann eben darüber durchaus eben auch nicht nur, sag mal, Firmen und Unternehmen unterstützen, sondern eben auch tatsächlich zivilgesellschaftliche Akteure, indem man hier eben entsprechende Aufträge ja, dorthin lenkt, wo sie dann auch sinnvoll gebraucht und umgesetzt werden können. Und am Ende auch einfach Awareness schaffen für Initiativen wie Freifunk München oder andere, die in ihrer Freizeit im Sinne von digitalen Ehrenamt dann auch Infrastruktur bereitstellen und dafür einfach zu sensibilisieren, dass da Menschen in ihrer Freizeit tatsächlich sowas erschaffen und auch pflegen. Das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, da können Verwaltungen auch die Zivilgesellschaft oder die Stadtgesellschaft dafür sensibilisieren. Jetzt haben wir ja auch schon sozusagen festgestellt, dass ihr ja doch aber relativ regional miteinander kooperiert. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den großen Bogen schlägt, im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht ja auch drin, man soll mehr auf freie Software setzen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie der sozusagen so der Sprung von Bühl und Bruchsal, wie da der Funke auf ganz Deutschland übersteigen kann und wie man es zum Beispiel auch schafft, dass sich eben mehr Verwaltungen miteinander vernetzen und eurem Beispiel folgen. Habt ihr da irgendwie Tipps, Erfahrungen oder ja vielleicht konkrete Vorschläge, wie man das ein bisschen besser unterstützen kann, dass hier eben ja andere Verwaltungen eurem Beispiel auch entsprechend folgen können und folgen werden? Also was ich als sehr hilfreich empfunden habe, war, dass wir bereits ein bestehendes Netzwerk hatten. Das heißt, Ready als interkommunale Zusammenarbeit bestand schon. Das heißt, man hatte den direkten Draht zu den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ämtern und auch eine gemeinsame Vertrauensbasis. Das heißt, es war viel einfacher, ein gemeinsames Projekt ins Leben zu rufen, wie Palimpalim oder den Jitsi-Admin, den Open Event Manager, weil es schon Strukturen gab, auf denen man aufbauen konnte und über die man dann auch relativ einfach dann Projekte gemeinsam finanzieren und voranbringen kann. Und mein Tipp wäre an andere Verwaltungen, sich tatsächlich mit Verwaltungen gleicher Größe in der Region zusammenzuschließen, zu einem Netzwerk, um dann Projekte, insbesondere Open-Source-Projekte, gemeinsam voranzubringen. Also der erste Schritt wäre tatsächlich, Strukturen aufzubauen, um vernetzt zu handeln
Und der nächste wäre dann, die Projekte gemeinsam umzusetzen und zu schauen, wo man Kompromisse schließen kann, um dann eine einheitliche Codebasis beispielsweise zu schaffen. Genau, also das würde ich mich anschließen. Also Kooperation ist im Endeffekt alles. Es geht ja auch nicht nur um freie Software, sondern auch das Wiese-Teile. Also jeder wurschtelt irgendwie allein vor sich hin in seine Abteilungen und Fachämter. Dabei sitzt ein paar Kilometer weiter weg Menschen, die haben die gleichen Probleme. Man muss nicht alles allein lösen. Und das ist ja auch im Endeffekt so ein bisschen Open-Source-Gedanke. Also wenn man mit mir das Wissen nicht geteilt hätte, das andere habe, dann sehe ich heute auch nicht hier. Das gehört dazu. Und wenn man dann ein paar viele ITler hat, da hängt es halt dran. Man braucht halt ordentliche Informatiker an der Stelle dann in der IT-Abteilung, dann entsteht es wahrscheinlich einfach von neu, weil die sich eben auch denken, warum soll ich jetzt hier einen Buchsaal Videokonferenzplattform aufbauen, wenn doch deren Bühl das schon hat, da hänge ich mich dran, da teilt man sich der Aufwand und dann profitiere beide davon. Also ja, das ja, man muss einfach auch, glaube ich, verstehe als Verwaltung, man ist ja keine direkte Konkurrenz in dem Sinn, sondern jeder hat Kostendruck, hat Probleme, Personal zu kriegen. Warum soll man da nicht irgendwelche Synergieeffekte nutzen mit einem Kollegen von nebendran? Ja. Vielleicht auch schon in die Richtung, was wäre denn jetzt so euer größtes Learning so aus den letzten anderthalb, zwei Jahren, seit ihr euch da eben auf den Weg gemacht habt, so freie Software-Tools einzusetzen, etwas, was euch vielleicht ein bisschen überrascht hat oder so ein Gedanken, der euch irgendwie getragen hat, den ihr anderen mitgeben wollen würdet, anderen Verwaltungen. So der eine große Gedanke, das eine große Learning. Wenn ihr das macht, dann denkt aber unbedingt daran. Habt ihr sowas? Also man sollte den Aufwand, so ein Cluster zu betreiben, niemals unterschätzen. Und Alex und ich saßen wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal außerhalb der regulären Arbeitszeit da und haben an den Playbooks und Setup gebastelt und gefeilt. Aber mein größtes Learning war tatsächlich, Communities zu schaffen, ist der Schlüssel eigentlich zum Erfolg. Einerseits Communities zwischen Verwaltungen, also dass mehrere Verwaltungen zusammenarbeiten, ihr Wissen teilen und auch gemeinsam Infrastruktur betreiben und niemals zu unterschätzen, wie wichtig auch einerseits der Anschluss an Open Source Communities, wie beispielsweise die Freifunk München User Group von Jitsi Meet, aber auch zur Wirtschaft hin ist, um beispielsweise dann auch Supportverträge schließen zu können für Software, weil man dann am Ende dann doch auch weiterziehen muss und die bestehende Infrastruktur weiter supporten muss. Und da hatten wir auch einen zuverlässigen Partner oder haben immer noch einen zuverlässigen Partner, der für uns die grundständige Administrationsarbeit dann auch abfängt, um dann weiter zum nächsten Projekt übergehen zu können. Also ein großes Netzwerk ist, glaube ich, da der Schlüssel zum Erfolg hin zur Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung. Alexander? Ja, mir fällt gerade gar nichts mehr ein, was ich ergänzen könnte. Einfach auch das Mindset, dass man zusammen mehr erreichen kann, als wenn jeder vor sich hinwurschtelt und dass jedes Problem, das man irgendwo hat schon mal irgendjemand anderes wahrscheinlich gelöst. Ansonsten erreicht man das Ziel gemeinsam einfach schneller. Okay. Abschließend noch eine Frage, was wäre denn sozusagen in die Richtung euer größter Wunsch? Also was müsste es zum Beispiel auf Bundesebene oder vielleicht auf EU-Ebene, aber auch bei eurer Verwaltung, also wenn ihr jetzt so völlig frei wärt und hättet sozusagen einen Wunsch an die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in dieser Welt, was wäre das, um nicht nur für euch, sondern vielleicht im Haupt freie Software in Verwaltung weiter voranzubringen? Alexander, vielleicht du zuerst. Oh je. Also vielleicht einfach, ich weiß nicht, ich finde es wird ein bisschen in Schublade gedacht. Also freie Software ist eine Schublade und proprietäre Software ist eine Schublade. Dabei ist eigentlich beides Software. Also beides sind Werkzeuge. Und die eine, da gängle ich mich halt mit einem Lizenzvertrag, der mir vorschreibt, was ich darf und was ich nicht darf. Und ich darf zum Beispiel auch nicht reingucken oder wenn ich irgendwo sage, hey, wenn das hier der Knopf andersrum funktionieren wird, wäre es viel besser. Ich mache das jetzt einfach. Das darf ich in der einen Schublade nicht. In der anderen darf ich es. Also ich will jetzt auch nicht
sage, dass nur Open Source immer das beste Mittel der Wahl ist. Man muss einfach hier aufhören, sich beeinflussen zu lassen, sage ich, sondern einfach das beste Tool raussuche. Und meiner Meinung nach ist Open Source Software hat oft die Nase vorne, einfach wegen der Freiheit, die ich habe, wegen der Verfügbarkeit. Ich kann mit dem Dienstleister aussuchen, mit dem ich zusammenarbeiten will und bin dann an irgendeine Vorgabe gebunden. Einfach mal die Blockade im Kopf abschalten, dass Open Source irgendwas Schlechtes wäre. Also ich kenne viele Menschen, denen wurde jetzt halt 20 Jahre eingetrichtert, Open Source ist nichts, weil da hat man keinen Hersteller, der da haftet. Aber wo haftet denn ein anderer Hersteller, also eben ein Softwarehersteller, für Sicherheitslücke? Das ist völlig lächerlich. Oder man kriegt keinen Support. Also wer schon mal probiert hat, als Privatperson bei Google anzurufen, sorry, da bin ich beim Freifunk München, der Community oder in irgendeinem anderen Projekt viel besser bedient. Einfach mal die Denkansätze wegwerfen und gucke, was ist denn jetzt für den Anwendungsfall, das ich habe, und auch in 5 Jahren mal vorausgedacht, das bessere Tool. Also in welches Tool stecke ich jetzt meine Daten und wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die da wieder rauskriege, wenn ich mal die Software wechsle. Und ich denke, da hat Open Source Software einfach ganz oft die Nase vorn. Ja. Das wäre so mein Bitte, einfach mal die Blockade abschalten. Mein Wunsch wäre es tatsächlich weniger Leuchttürme zu fördern, sondern tatsächlich zu fördern, dass sich Verwaltungen zusammenschließen zu Communities und auch über den Tellerrand des Verwaltungshandelns auch hinausschauen und Anschluss finden an andere Communities, die bereits bestehen, um so für einen Austausch zu sorgen. Und aus diesem Netzwerk kann ja dann ganz viel entstehen. Und wir haben ja auch mit Ready gesehen, was entstehen kann, wenn man die motivierten Leute an der richtigen Stelle hat und auch die Infrastruktur im Sinne von bestehenden Netzwerken bereits hat, dann kann, glaube ich, ganz viel passieren. Und statt in Leuchttürme sollten wir lieber in Lichterketten investieren, sodass sich Verwaltungen zusammentun und gemeinsam Open Source und Projekte voranbringen. Und natürlich ein öffentlicher Fund für Feature Requests und Basisinfrastruktur kann natürlich auch nie schaden, um dann einzelnen Verwaltungen und Netzwerken dann auch hier die Versorgung zu bieten. Ja, sehr schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Alexander, Eduard, danke ich euch sehr für die Einblicke und wünsche euch auch für die nächsten 1,5 Jahre, vielleicht sehen wir uns ja dann mal wieder, viel Erfolg und ansonsten natürlich auch darüber hinaus viel Erfolg mit euren Softwareprojekten, die ihr voranbringt. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank für eure engagierte Arbeit für freie Software und vielen Dank für die Einblicke. Ja, dir auch, vielen Dank. Vielen Dank.